Hallo ihr Lieben, heute soll es meine beendeten Buchreihen aus dem Jahr 2018 geben. Es sind insgesamt 21 Reihen, die ich beendet habe und als Reihen zählen für mich auch Dilogien, das heißt Geschichten, die über zwei Teile gehen und ja, alles was kein Einzelband ist, ist für mich eine Reihe und damit zählt es für mich in dieses Video. Ich sage das vorweg, weil wir ziemlich viele Dilogien haben hier dieses Jahr und wie gesagt, für mich zählt das aber mit zu den Reihen da dazu. Ich würde gucken, wie lang dieses Video wird und wenn es nicht allzu sehr den Rahmen sprengt, würde ich meine abgebrochenen Buchreihen gleich noch mit hinten dran hängen. Sollte dieses Video aber wieder extrem lang werden und den Rahmen sprengen, werde ich die irgendwie in einem extra Video verpacken, obwohl ich finde, bei abgebrochenen Buchreihen kann ich einfach nicht viel sagen, deswegen lohnt sich da eigentlich ein extra Video nicht. Aber bei den nicht beendeten Buchreihen würde ich es auch nicht hinten dran hängen, weil da wird es definitiv zu lang. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie weit ich hier so komme und ich würde sagen, wir starten jetzt mit den Buchreihen, die ich 2018 beendet habe. Als kleine Anmerkung noch vorweg, ich habe immer nur einen Teil von der jeweiligen Reihe hier liegen, weil ich sonst hier so einen Stapel Bücher hätte und da hatte ich jetzt keine Lust zu, das auch alles aus dem Regal zu zerren. Das macht auch keinen Sinn, euch immer diese ganze Reihe in die Kamera zu halten, deswegen liegt hier immer nur ein Teil. Ich würde aber sagen, wir starten mit der Reihe, die ich als E-Book beendet habe. Das ist auch nur eine, sonst vergesse ich die nämlich wieder. Und zwar habe ich dieses Jahr gelesen, ich rutsche mal ein Stück, dass ich es einblenden kann, die Promise-Reihe von Maya Shepherd. Die Promise-Reihe von Maya Shepherd ist eine dystopische Jugendgeschichte. In dieser Geschichte geht es um Nea und Nea lebt in einer apokalyptischen Szenerie. Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Und Nea macht sich auf die Suche nach der Stadt Promise. Denn in Promise soll es noch so sein wie früher einmal. Es soll dort Strom geben und man kann dort Fernsehen und warmes Wasser und duschen. Und ja, sie macht sich halt auf den Weg nach Promise und auf ihrer Reise begegnen ihr unterschiedliche Leute und sie erlebt unterschiedliche Abenteuer. Und ja, die Frage, die sich hier am Ende stellt, wird sie es nach Promise schaffen und ist es wirklich das, was sie sich erhofft hat? Und ich kann nur sagen, dass ich die Geschichte im Großen und Ganzen gut fand. Die Reihe hat mir im Großen und Ganzen gut gefallen. Ich habe diese Reihe schon vor, ich glaube, 4 Jahren mir gekauft und habe die nie beendet. Und das war halt eines meiner Ziele dieses Jahr, diese Reihe wenigstens zu beenden. Das habe ich für mich geschafft und ich kann nur sagen, dass es eine gute, solide Jugendreihe gewesen ist. Und jeder, der Dystopien mag, sollte sich die Reihe auf jeden Fall mal angucken. Wie gesagt, gute, solide Jugendgeschichte und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber ich habe diese Reihe dieses Jahr beendet. Yay! Gott sei Dank, eine E-Book-Reihe wenigstens weniger. Das war meine E-Book-Reihe. Komme jetzt zu den richtigen Büchern. Ich greife einfach mal zu und krapfe mal das erste Buch vom Start. Und zwar ist das der letzte erste Blick von Bianca Josiboni. Das ist der erste Teil der Firsts-Reihe. Den vierten Teil habe ich hier gerade meiner Arbeitskollegin verborgt. Ich habe diese Reihe jetzt dieses Jahr noch beendet. Der letzte erste Song ist der letzte Teil und ich kann nur sagen, dass mir diese Reihe sehr, sehr gut gefallen hat. Ich habe angefangen, diese Reihe zu lesen letztes Jahr und die Reihe hat mich jetzt, wie gesagt, 2 Jahre lang begleitet und es ist eine richtig tolle New Adult-Reihe. Es sind richtig tolle College-Geschichten und ich bin ein bisschen traurig, dass diese Reihe jetzt vorbei ist. Aber wie wir Bianca kennen, ist das garantiert kein Abschied für immer, denn sie tut ja immer mal gerne so Crossover in ihre Geschichten einbauen, dass man aus anderen Büchern von ihr Charaktere wieder trifft. So war es hier auch im zweiten Teil bei der letzte erste Kuss. Da hat man die Charaktere von Was auch immer geschieht getroffen und das finde ich bei ihr mal ganz, ganz toll und deswegen denke ich, dass wir hier unsere Charaktere irgendwann nochmal wiedersehen werden in ihren anderen Büchern. Und ja, ich finde die Firsts-Reihe von Bianca Josiboni ganz, 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 ganz toll. Ich liebe jedes einzelne dieser Bücher und ja, ich bin ein bisschen traurig, wie gesagt, dass diese Reihe vorbei ist, aber ich bin auch glücklich, dass ich sie dieses Jahr noch beenden konnte und ja, wer gerne College-Geschichten liest, sollte sich die Firsts-Reihe auf jeden Fall angucken. Ich kann sie euch, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. So, wie stapel ich die denn jetzt? So, wartet mal, dann stapel ich hier die Dings und da die Dings, genau. Dann habe ich dieses Jahr gelesen Never Loved Before and Never Let You Go. Das ist eine Dilogie, das ist auch eine Liebesgeschichte, das ist eine Entführungsgeschichte und ich kann nur sagen, dass mich diese beiden Bücher sehr, sehr begeistert haben. Ich fand die Geschichte wirklich richtig gut. Ich fand es toll zu sehen, was unsere Protagonistin Katie hier in diesem Buch, in dieser Reihe für eine Entwicklung macht. Ich fand
ist toll zu sehen, wie Ethan ist und wie Will ist. Diese Geschichte hat mich einfach sehr, sehr berührt und schockiert teilweise auch. Und es war eine wirklich ganz, ganz tolle Reihe. Wie gesagt, es ist eine Dilogie, es sind zwei Bücher, die zusammengehören. Und mir haben diese Bücher sehr, sehr gut gefallen, auch wenn Entführungsgeschichten eigentlich nicht so mein Thema sind. Aber ich finde, Monica Murphy hat das hier mit dem entsprechenden Feingefühl erzählt. Und sie hat halt auch den Fokus nicht so auf die Entführungsgeschichte gelegt, sondern das hat halt so am Rande nur eine Rolle gespielt. Es ging eigentlich eher um das, was danach mit unserer Protagonistin passiert ist, wie sie ihr Leben jetzt lebt. Und ja, dann kommt halt Ethan ins Spiel und er spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle in dieser Geschichte. Und es steckt so viel mehr dahinter, wie man auf den ersten Blick meint. Und ja, ich fand diese Reihe ganz, ganz toll. Und wer gerne mal Liebesgeschichten etwas anderen Art lesen möchte, dem kann ich Never Loved Before, Never Let You Go definitiv nur erzählen. Ihr solltet aber auf jeden Fall Never Loved Before und Never Let You Go in der entsprechenden Reihenfolge lesen, sonst spoilert ihr euch zum einen und zum anderen macht das, glaube ich, dann nicht viel Sinn, wenn ihr das nicht tut. Dann habe ich vor kurzem auch erst beendet die Götterleuchten-Reihe von Jennifer L. Armentrout. Was für ein Ende, Leute, was für ein Ende dieser Reihe. Ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Ende. Ich war auch recht traurig am Ende. Und ich finde aber, Jennifer Armentrout hat ja ein gutes Ende gefunden für die Charaktere. Es ist nicht gesagt, dass das der letzte Teil jemals ist aus diesem Universum, denn das Ende lässt noch einiges Potenzial an weiteren Geschichten offen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ja, ich kann auch hier nur sagen, dass mich diese Reihe sehr, sehr begeistert hat. Ich liebe jeden einzelnen Teil dieser Reihe. Jeder einzelne Teil hat hier etwas für sich und ja, es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, diese Reihe zu lesen und ich liebe Josie, ich liebe Seth, ich liebe Alex, ich liebe Aiden und ja, es war eine ganz, ganz tolle Reihe und ich bin auch hier traurig, dass diese Reihe vorbei ist, aber ich bin auch glücklich, dass ich sie beenden konnte dieses Jahr und ja, ich weiß jetzt, was mit den Charakteren am Ende passiert ist und wie gesagt, ich finde, sie hat ein gutes Ende gefunden und ich liebe die Reihe einfach. Was soll ich dazu noch sagen? Ich glaube, mehr kann ich dazu nicht sagen. Die nächste Reihe, die ich dieses Jahr beendet habe, ist auch eine nur Adult-Reihe, und zwar die Game-On-Reihe von Kristen Callihan. Obwohl ich sagen muss, dass hier im dritten und vierten Teil unsere Charaktere schon etwas älter sind. Die ersten beiden Teile spielen auch noch auf dem College, der dritte und der vierte Teil dann nicht mehr. Man muss auch sagen, dass der dritte und der vierte Teil parallel spielen von der Zeit her. Und ja, ich finde diese Reihe ganz, ganz toll. Der dritte Teil hat mir hier von allen am besten gefallen. Ich liebe Jax und Fee und ja, was soll ich sagen? Eine wundervolle Liebesgeschichtenreihe und ich mag Kristen Callihan total. Ich habe von ihr immer noch Idle hier ungelesen liegen. Das muss ich echt mal langsam lesen. Da kommt jetzt auch der zweite Teil raus. Den möchte ich auch unbedingt gern haben. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass mir die Game On-Reihe auch sehr, sehr gut gefallen hat und ich dieses Jahr den vierten Teil davon gelesen habe und die Reihe damit beendet habe. Dann habe ich dieses Jahr noch eine Reihe beendet, die mich eigentlich seit Beginn meiner Booktube-Zeit begleitet, und zwar die Talon-Reihe von Julie Kagawa. Ich habe mit Booktube damals angefangen und Talon war, glaube ich, mein zweites Rezensionsexemplar, was ich jemals erhalten habe, der erste Teil. Und ich habe mich damals so mega doll gefreut und ich finde diese Reihe auch immer noch richtig cool. Und ich kann nur sagen, dass mir die Reihe hier gut gefallen hat. Ich mochte den ersten Teil damals total. Ich fand es toll, wie die Reihe sich entwickelt hat und der fünfte und letzte Teil ist jetzt erschienen und ja, ich bin froh, diese Reihe beendet zu haben, weil fünf Teile ist schon immer echt. Das schlaucht dann schon irgendwann ganz schön, an dieser Reihe auch dran zu bleiben. Aber ich bin froh, dass ich dran geblieben bin, dass ich diese Reihe beendet habe. Und ich kann nur sagen, dass es eine richtig tolle Jugendbuchreihe ist, wo es um Drachen geht. Und ja, wer Bock auf sowas hat, sollte sich die Reihe auf jeden Fall mal angucken. Wie gesagt, es sind fünf Bücher in dieser Reihe. Man braucht dann schon so ein bisschen Durchhaltevermögen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich mag die Geschichte total und ich bin mal auf die neue Fuchs-Reihe von Julie Kagawa gespannt und ich bin mal gespannt, wie es da so ist und was da so passiert und ja. Aber ich bin erstmal froh, Talon beendet zu haben. Dann habe ich dieses Jahr auch beendet die Königreich der Wälder-Reihe von Erin Summerill. Da ist der zweite Teil Auf immer gefangen dieses Jahr erschienen. Diese Reihe ist eine Dilogie. Es gibt noch einen dritten Teil, was dann aber eher ein Spin-off ist. Im dritten Teil geht es um einen Nebencharakter aus diesem Teil. Ich kann euch das jetzt nicht verraten, sonst würde ich euch hier fett spoilern. Deswegen sage ich dazu jetzt weiter mal nichts. Aber diese Reihe an für sich ist mit zwei Büchern abgeschlossen. Und ich kann auch hier nur sagen, dass mir der zweite Teil wieder richtig gut gefallen hat. Ich fand das Ende toll. Ich fand toll, was hier mit Tessa und Colin passiert ist. Ich fand, wie die Geschichte sich entwickelt hat in diesem Buch, auch richtig, richtig toll. Und ja, ich habe diesen zweiten Teil total gemocht. Und ich bin happy, dass ich diese Reihe auch noch dieses Jahr beenden konnte. Und ich muss hier einmal erwähnen, dass dieses Buch auch unterm Schutzumschlag
einfach so schön aussieht. Oh, ich liebe das, wenn die Bücher so bedruckt sind und nicht nur die Schutzumschläge. Und ja. Und ja, die Königreich der Welle-Reihe, eine Reihe, die ich dieses Jahr auf jeden Fall auch beendet habe. So, die nächste Reihe ist eine Reihe, wo ich ehrlicherweise gar nicht weiß, ob noch ein dritter Teil kommen wird. Für mich persönlich ist diese Reihe jetzt hier erstmal beendet. Und zwar die Burdens Word-Reihe von Amy Harmon. Ich habe geguckt und recherchiert, ich habe nichts über einen dritten Teil gefunden. Auch nicht, dass der irgendwie in Planung ist oder irgendwas. Deswegen habe ich diese Reihe für mich persönlich jetzt erstmal als beendet gezählt. Sollte es hier irgendwann einen dritten Teil geben, werde ich den natürlich lesen. Aber im Moment ist diese Reihe für mich einfach erstmal abgeschlossen. Queen and Blood ist der zweite Teil. Es geht hier um den Bruder von dem Protagonisten aus dem ersten Teil. Und ich kann nur sagen, dass mir Queen and Blood auch wieder richtig gut gefallen hat. Ich mag diese Reihe total und ich kann euch, was das betrifft, diese Bücher auch nur empfehlen. Jeder, der gerne High-Fantasy-Geschichten liest, mit Liebesgeschichten im Fokus, der sollte sich diese Bücher auf jeden Fall angucken. Ich fand diese Reihe ganz, ganz toll. Und falls einer von euch weiß, ob vielleicht doch noch ein dritter Teil kommt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Aber für mich ist das jetzt erstmal hier abgeschlossen. Dann habe ich dieses Jahr endlich eine Reihe gelesen, die ich schon seit Ewigkeiten lesen wollte. Und zwar die Legend-Reihe von Marilou. Das ist ja auch eine Jugenddystopie und auch hier kann ich schon sagen, dass mir die Reihe im Großen und Ganzen gut gefallen hat. Es ist eine gute, solide Jugenddystopie. Die Reihe hat mich jetzt leider nicht so vom Hocker gerissen, wie ich es mir gehofft hatte. Aber da sind wir wieder bei dem Thema Ansprüche und wie es dann halt in der Umsetzung ist. Ich mochte die Bücher auf jeden Fall total, aber sie haben mich jetzt nicht so, oh mein Gott, das ist so gut. So haben sie mich jetzt leider nicht zurückgelassen. Was ich ein bisschen schade fand, aber es ist eine richtig tolle Reihe und ich mochte die Charaktere. Ich fand das Ende richtig, richtig gut von dieser Reihe, weil es halt auch gerade mal wieder so ein, nicht so ein Happy End war, sondern eher schon so ein, naja, nicht so schönes Ende für alle Beteiligten, aber dann ganz am Ende, es war einfach ein tolles Ende, sagen wir es einfach mal so. Ich mochte die Reihe total und ja, ich bin froh, dass ich es dieses Jahr gelesen habe und war auch eins meiner Ziele dieses Jahr, diese Reihe hier endlich zu lesen. Und ja, ich freue mich auf alles Weitere, was von Marilou noch kommt. Ich finde, Marilou schreibt ganz, ganz toll und ja, ich bin mal gespannt. Es kommt ja bald Batman noch von ihr auf jeden Fall raus. Und Warcross ist ja von ihr auch noch erschienen. Das steht auch auf jeden Fall noch auf meinem Wunschzettel. Mal gucken, vielleicht kriege ich es ja zum Geburtstag oder so. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass Legend auch eine ganz, ganz tolle Jugenddystopie gewesen ist, die mir gut gefallen hat. So. Dann habe ich dieses Jahr noch die Love Vegas-Reihe gelesen von Geneva Lee. Das hier ist der dritte Teil, Game of Destiny. Hier geht es um ein Mädchen, was einen reichen Jungen kennenlernt und dann passiert da noch ein Mord und man versucht herauszufinden, wer so dahinter steckt und was da genau passiert ist. Und die beiden spielen da eine zentrale Rolle in dieser Geschichte und ich kann nur sagen, dass mir diese Reihe gut gefallen hat. Es war jetzt auch keine Reihe, die mich extrem vom Hocker gehauen hat, aber es war immer sehr, sehr spannend in dieser Reihe. Man wollte immer wissen, wie es weitergeht. Man wollte wissen, was mit den Charakteren passiert. Man wollte wissen, was am Ende so dahinter steckte und dieses Ende und die Auflösung war einfach mal so krass. Das war einfach mal so mega heftig. Also ich war so geschockt, wo ich das am Ende hier gelesen habe, was genau eigentlich passiert ist und was für ein Ende gewesen ist. Ich dachte mir nur so, what the fuck? Oh mein Gott, ist das krank. Und ja, also was das betrifft, hat mir die Reihe gut gefallen. Es ist auch vom erotischen Anteil her nicht so hoch, wie ich es gedacht hatte. Ich hatte hier so ein bisschen Angst, dass die Erotik hier überwiegt, weil viele sich ja bei der, wie heißt es, bei der Royal-Reihe ja darüber beschwert haben, dass diese Bücher nur aus Sex bestehen. Also ich muss sagen, dass der erotische Anteil sich hier wirklich in Grenzen gehalten hat, was ich sehr, sehr gut fand. Und ja, ich fand die Reihe gut, mir hat sie gut gefallen, ich habe sie gut unterhalten und ja, habe ich dieses Jahr komplett gelesen, diese Reihe. Die nächste Reihe, die ich dieses Jahr beendet habe, ist die Götterfunke-Reihe von Mara Wolf. Das ist ja eine Jugend-Urban-Fantasy-Reihe, wo es um Götter geht. Und ich kann nur sagen, dass mir die Reihe auch sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mag ja so kitschige, überzogene Geschichten und das war hier so genau mein Ding. Und ja, ich mochte die Reihe. Ich fand unsere Protagonistin Jess ganz toll. Und ja, ich habe diese Reihe dieses Jahr beendet und bin ganz happy damit gewesen. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Ist eine coole Jugendreihe und hat mir sehr, sehr gut gefallen. So. Die nächste Reihe, die ich beendet habe, ist wieder eine Dilogie und zwar die Rain und Lark-Reihe von Caroline Brinkmann. Der zweite Teil, Die Vereinten, habe ich jetzt auch vor noch gar nicht allzu langer Zeit gelesen. Und ich kann auch hier nur sagen, dass mir der zweite Teil wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Der erste Teil letztes Jahr hat mich komplett umgehauen. Und der zweite Teil war auch wieder richtig gut.
Hat es aber nicht zu meinen Jahreshighlights geschafft, weil ich mit dem Ende nicht so 100% fein gewesen bin. Mir waren hier am Ende zu viele Fragen offen und ja, deswegen hat dieses Buch es leider nicht dieses Jahr auf meine Highlight-Liste geschafft. Ist aber trotzdem eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und jeder, der gerne Dystopien mag, jeder, der gerne Bücher mit überraschenden Wendungen mag, der sollte sich die Rain und Lark-Reihe von Caroline Brinkmann auf jeden Fall angucken. Ich fand sie ganz, ganz toll. Und ja, ich mochte die Vereinten auf jeden Fall wieder sehr. Nehmen wir als nächstes die Reihe, die ich dieses Jahr zuerst beendet habe. Angel Paul von Susan E. Der dritte Teil, Am Ende der Welt, war die erste Reihe, die ich dieses Jahr beendet hatte. Dieses Buch ist ja, glaube ich, im Dezember noch erschienen, 17, oder war das schon Januar 18? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dieses Buch gelesen, ich habe es geliebt. Ich liebe diese ganze Reihe. Ich feiere diese Reihe total. Ich feiere Penryn und Raffe und diese ganze Geschichte und was hier im dritten Teil alles passiert ist. Oh mein Gott, so unglaublich gut. Deswegen hatte es ja Angel Fall auch auf meine Favoritenliste geschafft. Deswegen sage ich jetzt auch nichts mehr weiter dazu, außer ich liebe, liebe, liebe die Angel Fall-Reihe von Susan E. Dann habe ich dieses Jahr auch beendet Das Gold der Krähen von Leigh Bardugo. Das ist die Six of Crows-Reihe, glaube ich, heißt die Reihenbezeichnung. Das ist der zweite Teil dieser Dilogie, Das Gold der Krähen. Und auch hier kann ich nur sagen, dass mir diese Geschichte wieder unglaublich gut gefallen hat. Ich liebe, liebe diese Reihe. Die Charaktere sind toll, die Welt ist toll, das Setting ist toll. Hier stimmt einfach alles. Die Herangehensweise an diese Geschichte ist einfach so unglaublich gut. Der Schreibstil ist so unglaublich gut. Die Übersetzung ist mega toll. Und ja, ich liebe diese Reihe und ich habe sie dieses Jahr beendet und bin sehr, sehr glücklich mit dem Ende. Und ich liebe diese Reihe einfach und ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Lest dieses Buch, wenn ihr gerne High-Fantasy-Geschichten lest. Und ja, I love it, I love it, I love it! So, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, weil es ist einfach eine tolle Geschichte. Dann habe ich dieses Jahr noch beendet Das Reich der Sieben Höfe. Das ist der dritte Teil Sterne und Schwerter. Der ist ja im März, glaube ich, erschienen. Und ich habe das Buch ja damals vom Verlag bekommen und habe es dann auch gleich gelesen. Und ich habe dieses Buch auch geliebt, wie den ersten und auch den zweiten Teil. Ich liebe diese Reihe einfach. Es ist eine sehr, sehr tolle Reihe. Ich weiß, dass es zu dieser Reihe noch Bücher geben wird. Ich weiß, dass es jetzt im März Accord of Frost and Starlight rauskommt. Ich merke mir einfach den deutschen Titel nicht, keine Ahnung. Aber die Geschichte von Feyre und Rhysand ist ja mit dem dritten Teil abgeschlossen, weswegen diese Reihe für mich jetzt hier erstmal als beendet gilt. Accord of Frost and Starlight ist ja so ein Übergangsteil zur Spin-Off-Reihe, deswegen zählt das für mich da nicht mit rein. Und ja, ich liebe das Reich der Sieben Höfe und kann euch diese Reihe auch nur empfehlen, wenn ihr sowas gerne lest. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer ich liebe, liebe, liebe diese Reihe. Dann habe ich dieses Jahr noch gelesen die Königreich der Schattenreihe von Sophie Jordan. Den ersten Teil hier habe ich auch geliebt und ich habe den ersten Teil gefeiert und ich fand den einfach so unglaublich gut. Und dann kam der zweite Teil und der letzte Teil und der war so... Oh. Man hatte einfach das Gefühl, die Autorin hatte keine Lust mehr, denn eigentlich hat sich der zweite Teil gelesen wie so ein zweiter Teil, wie so ein Übergangsteil zum dritten Teil. Und dann einfach auf den letzten 20 Seiten ging es bam, 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 Ende. Und du hast dir so gedacht, what the warum? Warum hat die Autorin hier bitte nicht einfach noch einen dritten Teil geschrieben? Man hätte hier so viel noch aus dieser Geschichte rausholen können, man hätte so viel noch machen können aus dieser Reihe, aber nein. Man musste anscheinend fertig werden und ja, fand ich halt voll blöd das Ende. Der zweite Teil ist auch nicht wirklich dicker wie der erste, das heißt, man hätte da auch locker einfach noch 100 Seiten dranhängen können an diese Geschichte. Das hätte der Geschichte auf jeden Fall gut getan. So war der zweite Teil für mich leider richtig kacke. Aber der erste war richtig gut und ja, diese Reihe habe ich dieses Jahr auch gelesen und ich mochte, wie gesagt, den ersten Teil total. Ich fand auch den zweiten bis zum Ende hin echt gut, aber dieses Schlag auf Schlag, hoppla hopp Ende war einfach echt bescheuert. Kann man nicht anders sagen. Hat mich dann echt enttäuscht, aber hier der erste war richtig, richtig gut. Ich habe den total gefeiert und ich liebe diesen ersten Teil auch immer noch. Schade, dass der zweite so Mist war. So, mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen, außer dass ich diese Reihe gelesen und dieses Jahr beendet habe. Dann habe ich dieses Jahr eine Reihe beendet, wo ich den ersten Teil schon vor 2 Jahren, glaube ich, gelesen habe. Ich weiß das schon gar nicht mehr so genau. Ist schon ewig her. Und zwar habe ich gelesen Frost wie Schatten von Sarah Rash. Das ist der dritte Teil der Ice Like Fire-Reihe. Und das ist auch eine High-Fantasy-Geschichte. Und ich muss hier leider sagen, dass der dritte Teil für mich sehr, sehr schwierig war zu lesen. Ich bin überhaupt nicht mehr in diese Geschichte reingekommen. Ich glaube, man muss diese drei Bücher wirklich am Stück lesen. Für mich lag da einfach so viel Zeit dazwischen, dass ich viele Dinge auch einfach nicht mehr wusste, die im zweiten Teil passiert sind. Und das war für mich dann so,
Ach ja, genau, so war das. Mensch, konnte ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Ja, auf jeden Fall habe ich diese Reihe dieses Jahr beendet. Ich bin mit dem Ende hier auch sehr zufrieden. Ich fand, die Autorin hat das gut aufgelöst am Ende. Und ich werde diese Reihe irgendwann nochmal lesen in meinem Leben. Dann auch am Stück, dass ich das dann auch alles im Kopf habe. Aber ich habe diese Reihe dieses Jahr beendet. Ich bin mit dem Ende auch soweit zufrieden und fein. Ich finde die Cover immer noch richtig, richtig hübsch. Das vom ersten Teil gefällt mir immer noch am besten. Und ja, irgendwann werde ich diese Bücher auch nochmal lesen und dann auch am Stück lesen, dass ich das auch alles dann noch in meinem Köpfchen habe, was da alles genau so passiert ist. Und ja, aber mir hat diese Geschichte im Großen und Ganzen gut gefallen. So, kommen wir zu den letzten vier Reihen. Ich habe dieses Jahr noch beendet die Deathline-Reihe von Janet Clark. Da habe ich ja auch letztes Jahr den ersten Teil extrem gefeiert. Der war so unglaublich gut, der erste Teil. Und dann kam hier der zweite Teil und der hat mich sehr enttäuscht. Dieser zweite Teil hatte irgendwie nichts mehr vom ersten Teil. Alles, was mir im ersten Teil gefallen hatte, war hier nicht mehr da im zweiten. Ich weiß nicht, was die Autorin hier gemacht hat. Der zweite Teil war einfach so viel schwächer wie der erste Teil von der Story her, was die Liebesgeschichte betraf, was die Charaktere betraf, was die Entwicklungen in der Geschichte betraf. Das war hier halt leider einfach alles, ja, nicht mehr so doll wie im ersten Teil. Deswegen hat mich auch hier der zweite Teil leider enttäuscht. Aber ich habe diese Reihe beendet. Es ist ja auch nur eine Dilogie und ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich habe die Deathline-Reihe von Janet Clark beendet. Dann habe ich dieses Jahr noch gelesen die Berühre mich nicht-Reihe von Laura Kneidel. Ich weiß nicht, ob es hier eine Reihenbezeichnung gibt. Das ist der zweite Teil Verliere mich nicht. Diese Liebesgeschichte ist auch wieder eine Dilogie und ja, ich habe beide Teile dieses Jahr gelesen. Ich habe auch beide Teile inzwischen signiert von der lieben Laura. Und diese Bücher sind auch nur Adult-Bücher. Es geht hier um eine College-Liebesgeschichte. Und ich fand diese Bücher richtig gut. Ich habe diesen monströsen Mega-Hype um diese Bücher leider nicht zu 100% nachvollziehen können, da es aus meiner Sicht bessere nur Adult-Bücher gibt als die hier. Diese Bücher sind wirklich gut. Keine Frage. Aber es gibt definitiv für mich persönlich halt bessere New Adult Bücher, weswegen ich diesen Hype, der extrem um diese Bücher gemacht wurde, nicht verstehen kann. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte und ich habe mich gefreut, dass ich das dieses Jahr gelesen habe. Und ja, ich bin auf die weiteren Bücher von Laura Kneidel gespannt. Ich bin gespannt, was sie noch für Geschichten zu erzählen hat. Es kommt ja im Januar Someone New raus und mal gucken, wie das so ist. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Das möchte ich auch auf jeden Fall lesen. Dann habe ich dieses Jahr eine Reihe gelesen, die euch allen wahrscheinlich ziemlich auf den Sack gegangen ist. Und zwar die Redwood Love-Reihe von Kelly Moran. Das ist hier der zweite Teil. Es beginnt mit einem Kuss, was auch eins meiner Jahreshighlights ja war. Und ja, ich habe diese Reihe auch total gefeiert. Kelly Moran hat inzwischen angekündigt, dass sie weitere Teile zu dieser Reihe schreiben möchte. Also es wird irgendwann wahrscheinlich einen vierten Teil geben, vielleicht auch einen fünften und sechsten, wer weiß das schon. Aber diese Reihe ist jetzt auch so mit ihren drei Teilen abgeschlossen, weswegen ich für mich da auch erstmal einen Haken dran mache, bis irgendwann vielleicht mal ein vierter Teil erscheint. Und ja, ich habe diese Reihe total gefeiert. Ich habe sie, glaube ich, in gefühlt 100 Millionen Videos dieses Jahr erwähnt und benannt und euch davon erzählt. Weswegen ich jetzt hier auch gar nichts weiter dazu sagen möchte, außer dass ich diese Reihe dieses Jahr gelesen und beendet habe. Und die letzte meiner beendeten Buchreihen für dieses Jahr ist die Romance Elements Reihe. Da habe ich ja den vierten Teil, Wie die Erde um die Sonne, auch vor kurzem erst gelesen und ja, diese Reihe damit beendet. Das hier ist jetzt der dritte Teil, mein Lieblingsteil aus dieser Reihe mit Schätzelein hier. Und ja, ich kann auch nur sagen, dass mir diese Bücher hier sehr, sehr gut gefallen haben. Jedes Buch hier hatte irgendwas für sich, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Und ich liebe die Bücher von Brittany C. Cherry einfach. Sie schreibt einfach so tolle Geschichten und so tolle Bücher. Und in jedem Buch hat sie irgendwas, was besonders ist an dieser Geschichte. Und ja. Ich bin happy, dass ich die Romance Elements Reihe von ihr beendet habe dieses Jahr. Es kommt nächstes Jahr ja eine neue Reihe von ihr raus und es kommt eine neue Auflage von Verliebt in Mr. Daniels. Passt da auf, dass ihr nicht versehentlich dieses Buch nochmal kauft, es sei denn, ihr wollt es nochmal kaufen, denn dieses Buch hat jetzt auch einen anderen Titel. Es heißt nicht mehr Verliebt in Mr. Daniels, sondern irgendwie anders und da ist so ein Typ jetzt vorne auf dem Cover. Weil es wäre einer Freundin von mir nämlich fast passiert, dass sie dieses Buch nochmal gekauft hätte, weil sie sich den Inhalt gar nicht weiter durchgelesen hat, weil sie einfach nur gesehen hat, Brittany C. Cherry kaufen haben. Und ja, finde ich irgendwie ein bisschen blöd, wenn der Verlag das immer so macht, ohne da irgendwie nochmal eine Zusatzinfo zu geben. Also wenn ihr das Buch nicht doppelt kaufen wollt, passt da auf jeden Fall auf.
Und ja, ich freue mich aber auf die anderen Bücher, die von ihr nächstes Jahr nochmal erscheinen werden. Und mehr kann ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. Das waren meine beendeten Buchreihen 2018. Dieses Video ist jetzt schon echt ganz schön lang, aber mein Video letztes Jahr war, glaube ich, auch extrem lang. Wir hängen jetzt einfach die Buchreihen, die ich nicht weiterlesen werde, einfach noch kurz hinten dran. Ich lese sie euch einfach mal vor. Ich habe diese Buchreihen nicht weitergelesen, weil sie mir persönlich entweder nicht gefallen haben, weil sie mir zu langweilig waren, weil ich die Charaktere nicht mochte, weil irgendwas auf jeden Fall nicht gepasst hat, weil die Bücher einfach nicht meins waren. Ich werde jetzt zu den einzelnen Büchern auch nicht nochmal grob was sagen. Und ja, ich lese euch jetzt einfach mal vor, was das für Bücher sind. Ich habe sie jetzt nicht hier, die sind hier irgendwo verteilt. Teilweise habe ich die Bücher auch gar nicht mehr. Deswegen werde ich sie euch jetzt hier einfach an dieser Stelle einfach einmal einblenden. Und ja, ich lese euch jetzt einfach mal vor, was für Reihen ich definitiv nicht weiterlesen werde. Zum einen werde ich Selection nicht weiterlesen, einfach weil mich diese Reihe nicht so 100% überzeugen konnte. Ich fand den ersten Teil ganz nett, den habe ich ja gelesen, aber hat mich jetzt nicht so begeistern können, dass ich unbedingt weiterlesen möchte. Dann habe ich Night School dieses Jahr abgebrochen von CJ Doherty. Da habe ich ja den zweiten Teil noch gelesen und ich fand den zweiten Teil nicht gut und ich fand den ersten schon nicht gut und habe gedacht, vielleicht entwickelt sich das noch, aber es war einfach nicht meine Reihe. Deswegen habe ich die auch abgebrochen. Ich habe die Bücher auch nicht mehr. Dann habe ich Orphan X gelesen dieses Jahr. Das ist ja so eine Agenten-Thriller-Reihe und auch diese Reihe werde ich nicht weiterlesen. Ich fand das Buch jetzt nicht schlecht, aber Agenten-Thriller sind einfach nicht mein Ding. Dann habe ich Astartes gelesen von Lissa Price zu Beginn des Jahres und Enders habe ich ja dann auch nicht mehr gelesen, einfach weil es nicht mein Buch war. Dann hatte ich ja Morgentau gelesen von Jennifer Wolf und die Auserwählte der Vierjahreszeitenreihe werde ich definitiv auch nicht weiterlesen, weil es auch nicht mein Buch war. Dann habe ich Wintersong gelesen von S.J. Jones und ich habe hin und her überlegt, ob ich den zweiten Teil, wenn er denn irgendwann mal übersetzt wird, weiterlesen sollte oder nicht. Habe mich dann aber auch dazu entschieden, das nicht zu machen, weil einfach mir der Schreibstil zu schwierig war und das war einfach alles zu nervenaufreibend und mich hat das genervt beim Lesen. Und ja, deswegen habe ich Wintersong dann auch mit auf meine abgebrochenen Buchreihenliste geschrieben, obwohl da der zweite Teil ja noch nicht mal erschienen ist in Deutsch. Aber es gibt ihn im Englischen, deswegen. Dann habe ich ja Bourbon Kings gelesen, das für mich schlechteste Buch des Jahres und diese Reihe werde ich definitiv auch nicht weiterlesen. Da gibt es ja noch einen zweiten und einen dritten Teil. Dann habe ich Flammenliebe gelesen von Alexandra Ivy. Das ist die Dragons of Eternity Reihe. Auch hier werde ich nicht weiterlesen, weil auch hier mich die Geschichte einfach nicht so begeistern konnte, dass ich die weiteren Teile dieser Reihe lesen möchte. Dann habe ich ja Save Me gelesen von Mona Kasten und auch hier hat mich das Buch leider mehr enttäuscht als überzeugen können. Deswegen werde ich die Maxton Hall Reihe auch nicht weiterlesen. Das interessiert mich irgendwie so null, was da mit Ruby und James passiert mehr. Dann habe ich ja Victorian Rebels gelesen, Mein schwarzes Herz. Und auch hier konnte mich das Buch leider nicht so wirklich begeistern. Deswegen werde ich auch diese Reihe nicht weiterlesen. Dann habe ich Superior gelesen, den ersten und zweiten Teil von Annemarie Jungwirth. Und auch hier werde ich definitiv nicht den dritten Teil mehr lesen, weil der zweite Teil mir am Ende einfach so... Da hat einfach für mich so viel nicht mehr gepasst und da war für mich so viel unstimmig und da hat mir so viel dann nicht mehr gefallen, dass ich sage, nee, ich möchte diese Reihe nicht weiterlesen. Ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis danach, irgendwie zu wissen, wie es dann weitergeht. Deswegen werde ich da definitiv nicht weiterlesen. Und dann habe ich ja dieses Jahr Immerwelt gelesen von Gina Showalter. Und ja, je weiter dieses Buch von mir wegrückte, je weiter es zurücklag, dass ich dieses Buch gelesen habe, umso weniger hat es mich interessiert. Auch wenn ich dieses Cover immer noch wunderschön finde, werde ich es nicht weiterlesen. Es tangiert mich einfach nicht mehr und ich habe keine Lust, da irgendwie noch Zeit rein zu investieren in eine Geschichte, die mich nicht wirklich interessiert. Und ich fand diese Geschichte einfach irgendwie für mich persönlich zu ruhig, zu langweilig und ja, das war einfach auch nicht meine Geschichte. Deswegen habe ich diese Reihe auch abgebrochen. Dann habe ich ja den ersten Teil der Immortals After Dark Reihe von Cressley Cohn gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der erste Teil heißt, aber ihr seht ihn ja hier. Das ist ja auch so eine erotische Urban Fantasy Reihe mit ganz, ganz vielen verschiedenen Wesen. Und ich fand den ersten Teil jetzt nicht so schlecht, aber der Erotikanteil war mir hier einfach zu hoch. Und es hat mich jetzt auch nicht so begeistern können, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt weiterlesen, auch wenn ich den zweiten und dritten Teil ja hier schon zu Hause hatte. Aber es hat mich einfach nicht gereizt. Diese Bücher standen da, sie haben mich angeguckt und ich habe einfach nie danach gegriffen. Und ich habe dann jetzt, wo ich vor kurzem aussortiert habe, drüber nachgedacht und habe gedacht so, nee, eigentlich nicht, weg damit. Und deswegen werde ich diese Reihe definitiv auch nicht weiterlesen.
Dann habe ich ja vor kurzem erst gelesen Pure Desire von Mia Williams, was ja auch eine Reihe ist, denn es wird in den weiteren Teilen, die noch erscheinen werden, um die Schwestern gehen von unserer Protagonistin Elizabeth auf dem ersten Teil. Und auch diese Reihe werde ich definitiv nicht weiterlesen, weil mir auch hier der erotische Anteil einfach viel zu hoch war. Das hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Und dann habe ich vor kurzem entschieden, dass ich den vierten Teil von Die Farben des Blutes auch erstmal nicht lesen werde. Ich war in der Buchhandlung, ich hatte das Buch in der Hand, diesen fetten Wälzer, und ich habe angefangen zu lesen. Ich habe, glaube ich, die ersten 5 oder 6 Seiten in der Buchhandlung gelesen und ich habe gedacht so, irgendwie interessiert es mich gerade überhaupt nicht, was mit Mare ist oder mehr oder was auch immer. Und es hat mich einfach null mehr angesprochen und mich null mehr interessiert. Weswegen ich auch diese Reihe erstmal nicht weiterlesen werde, vor allen Dingen nicht dieses Buch mir für 23 Euro kaufen werde. Das ist mir echt zu viel Geld. Wenn ich dieses Buch irgendwann mal irgendwo günstig bekommen werde, so vielleicht zum halben Preis oder so, dann werde ich es vielleicht mir auch mal kaufen. Dann tue ich mir das vielleicht auch nochmal an, das Ende zu lesen. Aber ich habe im Moment einfach nicht das Bedürfnis danach, den vierten und letzten Teil dieser Reihe zu lesen. Ich habe den ersten, zweiten und dritten gelesen. Den zweiten habe ich auch persönlich gar nicht, den hatte ich mir damals nur ausgeliehen. Den dritten habe ich dann vom Verlag damals bekommen. Und auch da fiel es mir beim dritten schon schwer, den zu lesen, obwohl ich den besser fand wie den zweiten. Den zweiten fand ich einfach mal kotzelangweilig. Und der dritte war da schon um einiges besser wieder, aber es war jetzt auch beim dritten Teil nicht so, dass der mich extrem begeistern konnte. Und ja, wie gesagt, als ich jetzt den vierten Teil gesehen habe und gesehen habe, was das für ein Oschi ist und wie dick der ist und ich da reingelesen habe und ich einfach gemerkt habe, es interessiert mich so überhaupt nicht mehr, habe ich halt auch für mich entschieden, das erstmal sein zu lassen. Wie gesagt, wenn ich das Buch irgendwann mal irgendwo günstig bekommen werde, dann tue ich mir das vielleicht mal noch mit an, aber so im Moment werde ich diese Reihe erstmal nicht weiterlesen. Ich werde die Bücher auf keinen Fall aussortieren, da ich den ersten Teil auch signiert habe von Victoria Aveyard, aber es interessiert mich halt leider im Moment einfach so null. Was ich ein bisschen schade finde, aber es ist halt einfach so, spricht mich im Moment halt einfach nicht an. Dann habe ich jetzt noch ein paar Reihen auf meiner Liste, wo ich sage, die Reihen pausieren für mich im Moment, weil ich nicht weiß, ob ich sie irgendwann beenden kann, ob die weiteren Teile jemals erscheinen werden, wann sie erscheinen werden. Ich habe keine Ahnung, deswegen zählen diese Reihen für mich im Moment erstmal als stillgelegt. Sie sind nicht beendet, sie sind nicht abgebrochen, sie sind für mich aber auch nicht mehr auf der Liste der angefangenen Buchreihen, weil ich sie einfach nicht beenden kann. Und ich nicht weiß, wann ich sie jemals beenden werde. Und dazu zählen Disneyworld von Laura Newman, Noelle und Noelle von Nikki Kiso. Ich habe keine Ahnung, wann die beiden diese Fortsetzungen dieser Reihen schreiben werden, wann diese Fortsetzungen erscheinen werden, ob sie jemals erscheinen werden. Deswegen habe ich diese Reihen für mich auch erstmal pausiert und für mich beiseite getan. Und wenn die Fortsetzungen irgendwann mal kommen, muss ich definitiv die ersten Teile vorher nochmal lesen, weil ich habe auch ehrlicherweise inzwischen auch schon gar keine Ahnung mehr, was da genau alles passiert ist bei den Büchern. Und ja, diese Reihen sind für mich erstmal auf keiner Liste mehr zu finden. Ich habe die Bücher noch, ich werde sie auch behalten in der Hoffnung, dass hier die Fortsetzungen irgendwann mal erscheinen werden, aber ich weiß es nicht. Dann habe ich noch auf meiner Liste die Black Witch Chronicles, also die Schwarze Zauberin. Hier habe ich leider erfahren, dass diese Reihe wahrscheinlich nicht weiter übersetzt wird vom Verlag, weil einfach die Verkaufszahlen hier in Deutschland nicht gut genug waren, was ich sehr, sehr schade finde, weswegen ich diese Reihe dann auch nicht weiterlesen kann, weil es einfach die Fortsetzungen nicht erscheinen werden auf Deutsch und ich in Englisch lesen, ihr wisst, das funktioniert bei mir einfach nicht. Und ja, deswegen werde ich diese Reihe wahrscheinlich auch nie beenden können. Deswegen fliegt die für mich auch von der Liste. Und dann habe ich noch 2 Bücher von Cora Carmack, nämlich Stormheart und den vierten Teil der Forever in Love-Reihe, wo ich auch nicht weiß, ob diese Teile jemals erscheinen werden, weil die Autorin ist ja immer noch krank. Die Autorin ist ja wirklich sehr, sehr schlimm krank und ich folge ihr auch auf Instagram und sie teilt ja auch mit der Öffentlichkeit viel über ihre Krankheit und es ist wirklich heftig, was bei dieser Frau los ist, deswegen um Gottes Willen, die Frau soll bitte erstmal gesund werden, bevor sie auch noch wieder an das Bücherschreiben denkt. Aber diese 2 Reihen von ihr habe ich halt auch noch offen und ich kann sie halt einfach nicht beenden, weil sie halt einfach nicht erschienen sind bisher, die Fortsetzung. Und ich weiß nicht, wann sie erscheinen werden oder ob sie jemals erscheinen werden, weswegen ich diese 2 Reihen jetzt auch erstmal von meiner Liste gestrichen habe. Und ja, was mir sehr, sehr leid tut um diese ganzen Bücher, aber was soll ich machen, wenn die Fortsetzungen nicht kommen, kommen sie nicht. Und ich möchte diese Reihen jetzt nicht ewig auf meinem angefangenen Buchreihenzettel haben, weil ich nicht weiß, ob ich sie jemals beenden werde. So, das waren meine beendeten und abgebrochenen Buchreihen 2018. Wie gesagt, 21 Reihen habe ich beendet und abgebrochen sind es 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und 1, 2, 3, 4, 5 Reihen, wo ich nicht weiß, ob ich sie jemals beenden werde. Also im Prinzip auch 21. Verhältnis 21 zu 21 ist doch, naja, ist doch okay. Genauso viel beendet wie im Endeffekt abgebrochen. Und ja, ich bin gespannt auf das Lesejahr 2019. Ich habe noch einige Reihen, die noch nicht beendet sind. Die kommen dann in einem anderen Video. Die zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Ich glaube, ich habe noch 35 nicht beendete Buchreihen. Ich muss da nochmal durchzählen. Ich werde einige davon nächstes Jahr auf jeden Fall beenden können, hoffe ich doch. Und ich werde wahrscheinlich auch noch einige wieder anfangen nächstes Jahr. Ihr kennt das ja. Aber ich finde 21 Reihen beendet, 21 abgebrochen. Okay, so ist der Stand. Aber ich habe mir halt auch vorgenommen gehabt, in Zukunft nur noch Reihen wirklich auch zu lesen und zu beenden, die mich wirklich interessieren. Und nicht mehr jeden Furz hier zu Hause zu haben, wo ich eigentlich sage, oh, eigentlich interessiert es mich nicht mehr. Und ja, das habe ich für mich so durchgezogen und ich bin gespannt, wie gesagt, auf das nächste Jahr, was da für Reihen auf mich warten werden. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Reihen so dieses Jahr beendet habt, was ihr für Reihen abgebrochen habt. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.